Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 4. Ja, in der letzten Folge haben wir ja eine Mission bei dem guten Little Jacob gemacht und danach sind wir dann noch zu Faustin gefahren und haben dort auch noch eine Mission gemacht. Also zwei Missionen haben wir geschafft wieder. Und jetzt habe ich mir einfach mal gedacht, dass wir ja mal wieder den Roman besuchen, den Cousin von Nico. Und Little Jacob ruft uns an. Wieso das? Alright, mein Mann Nico. How's it going? Okay. You and Batman got any more work you need help with? The funny thing you should mention that to my brother. Batman is right impressed with what you're doing for I&I. He wants to know if you want to deliver some packages around town to some various people and things in the city. Plenty of calling that for you, you know. That sounds good. Wicked man. Give out a call when you're ready for this first run. There'll be a lot of work, so call whenever, you know? One love, Bridget. Ja, okay. Machen wir dann irgendwann mal. Aber jetzt erstmal zu Roman. Okay. Where to, my man? Zu Roman. Wäre ganz gut, wenn du da mal ein bisschen weggehen würdest, sonst kann ich das Display nämlich nicht erkennen und dann kann ich auch den Zielort nicht auswählen. Wäre ganz nett von dir. So, da wären wir auch schon. Wie viel Geld beraubt er uns jetzt wieder? $7. Mann, ey. Ja, das hier ist übrigens ein random Char, dann werde ich allerdings in einem extra Video irgendwann nochmal näher erklären, was das ist, und dann werden wir das auch machen, aber jetzt noch nicht. Ich möchte immer alles geordnet haben. Ich will entweder Hauptmission machen oder Nebenmission. Und jetzt mache ich erstmal Hauptmission. Und später daneben. Logging on. We'll just get there. Damn these people. Hey Roman. Qui è Steroidtip? Brucey! Have you met my cousin, Nico? This is Brucey. We met online. Oh, loveme.net? Ha! No! In a dark corner, doing dark deeds. We're both players, my friend. Players. VIP. For real. Classy. But also sexy. Hmm. That's how I like my women. I work at it, so they should too, right? Yeah. What is he talking about? Bruce is a dreamer. Uh-huh. He understands my vision. Hmm. Oh, so he's an idiot. Hey! Screw you. Listen, man. You should try going online. I know how to go on the line. I just haven't done it here. Of course. Technophobe. Luddite. We gotta get you online. It's a world of opportunities. Such as? All kinds of things. Yesterday, I was online and I discovered a blog about women who don't like to shave. That's pretty important. Listen, I promised Brucey I'd go out with him. Can you go out and get it sorted? Okay. Go to Twat and register on one of the PCs there. A pretty girl is expecting you. I'm bored of not being able to email your cousin, and the family keeps sending me news for you. Brucey, yeah, stop exercising. Okay. Let's put some bitches to the sword. VIP style, come on! He's a cool guy. Ровно домогу. Добьем преку интернета. Мислиш да сам лут? Geh ins Internetcafé. Okay, mit Vergnügen. Bisschen online gehen. Ein paar Internetseiten besuchen. Warum nicht? Nein, ich will dich doch nicht. Ich will dir das Auto doch nicht klauen. Ich will, dass du mich dahin fährst. Was war das denn? Soundbug oder was? Ah, verrücktes Spiel wirklich. Ab zum Internetcafé. So, da wären wir auch schon. Ah, wird auch gelacht. Natürlich weiß Nico, wie man online geht. So. Hey there. My name's Nico. My cousin, he told me to come here. Roman, he called me about you. He's so funny. I set you up on that computer already. It's easy. Just follow the instructions on there. Okay? Okay. Machen wir. Wo sollen wir denn hin? Ach so, an eines. Ich dachte, die hat gerade gesagt, die hat einen für uns vorbereitet. Naja, egal. Gehen wir da einfach mal ran. Ab ins Web. Ja, und jetzt? Aha. Aha, ja, da können wir ein bisschen rumsurfen hier im Internet. Was gibt's denn hier alles? Was ist denn das?
Hab Angst, sie hassen dich. Liberty City, weiterhin verängstigt und patriotisch. Heute scheint in Liberty City die Sonne und versetzt alle in gute Laune. Hart arbeitende Amerikaner, ebenso wie eingewanderte alleinerziehende Mütter. Genießen Sie es. Ja, natürlich. Ja, wir müssen die Mails checken. Ja, ich möchte jetzt die Mail checken. Ja. Mail checken, genau, da gehen wir drauf. Da haben wir eine. Willkommen, iFind-Mail-Nutzer. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind der neueste iFind-E-Mail-Nutzer. Es ist nur noch ein Schritt zur Aktivierung des Kontos erforderlich. Bla bla bla. Antworten wir einfach mal. Ja. Jetzt? Okay. Wie geht nicht? Schade. Dann eben nicht. Ja, dann gibt's ja auch nichts weiter Interessantes. Es ist alles langweilig und dann gehen wir einfach mal. Würde ich sagen. Ja. Unwichtig. Dann gibt's ja nichts weiteres zu erkunden. Dann gehen wir mal wieder raus. Ja, ja, bis dann. Speichern immer gerne. Immer gerne. Ja, was machen wir denn jetzt hier? Also unser E-Mail-Konto wird jetzt aktiviert. Jetzt sagen wir Roman mal Bescheid, dass wir doch so fähig sind und online gehen können. I have set up the E-Mail-Account. I am now online in Liberty City, Roman. Nice one, cousin. Did you meet the girl who works there? Nice pair of titties on her, no? Later on. Ja, dann... Boah. Was machen wir jetzt, Leute? Sagt es mir. Im Prinzip haben wir gerade nur die Option Faustin. Genau. Warte mal, was hat uns eigentlich Little Jacob letztens gesagt? Ach so, Job. Ja, da kann man noch... Das ist auch eine Nebenmission. Die machen wir dann irgendwann mal vielleicht. Vielleicht schon bei der nächsten Folge. Wer weiß. Denn wir haben jetzt ziemlich lange Hauptmission gemacht, finde ich jetzt. Und irgendwann ist eine Nebenmission auch mal schön als Abwechslung. Weil die unterscheiden sich schon ziemlich von den Hauptmissionen. Ja, jetzt ist nur die Frage, ist hier auch mal irgendwo ein Taxi, wo wir mal ein bisschen einsteigen könnten und dann da mitfahren können. Um zu Faustin zu gelangen. Faustin? Natürlich, wenn man ein Taxi braucht, gibt es natürlich keine mehr in der Stadt. Denn sind sie alle ausgestorben, das ist immer wieder so. Ist immer so. Wirklich immer. Ist das ein Eiswagen da hinten? Nicht schlecht. Ja, aber wie kommen wir denn jetzt dahin? Ist das wirklich so weit weg oder können wir da hinfahren? Also, da kann man hinfahren. Gut, welches Auto nehmen wir uns? Polizei. Little Jacob, und jetzt sag nicht, dass du mit uns bowlen gehen willst oder so, weil das, da habe ich keine Lust drauf. Jemanden fahren? Warum nicht? Warum nicht? Okay. Okay, jetzt sind wir Freunde, offiziell. Yeah, wir sind Freunde von Little Jacob. Nicht ganz so schlecht. Jetzt kann uns doch gar nichts mehr passieren. Aber ich würde sagen, ja, dann fahren wir da doch einfach mal hin. Wenn er schon so nett ist und uns anruft und unbedingt darum... uns darum bittet, dahin zu kommen, dann machen wir das doch einfach mal, oder? Dann kann der Fausti noch ein bisschen warten, der ist mir eh viel zu irre. Lieber mit Little Jacob rumhängen. Macht viel mehr Spaß. Da vorne ist er auch schon. Ja, wäre schön, wenn wir ein Auto haben, denn ich glaube nicht, dass wir... Oh, Roman, nein. Ja, hi. Ja. Ich würde sagen, wir holen uns ein Taxi. Wehe, du stirbst jetzt. Komm mal mit. Ich bin zu arm. Ich kann mir kein Auto leisten. Entschuldigung. Müssen mit Taxi fahren. Zielort. Zum Zielort. Okidoki, friend. Here we are. What's up, Jacob? Boy, it's good to spend some quality time with the eyes, seeing? Yes. Not all work, you know? We gotta ease up from time to time to see how the world turns on. You know what I'm saying? Wie auch immer. Komm her. Das ist jetzt
Muss man das verstehen oder warum? Er ruft uns an, also Leute, jetzt mal ehrlich. Er ruft uns an und bittet uns, ihn hierher zu fahren. Wir sind aber so dreist und nehmen uns ein Taxi und fahren mit dem Taxi wir beide hier hin. Ich meine, da hätte er sich doch auch glatt das Taxi alleine rufen können und hier selber hinfahren können. Er hätte sich selber mit dem Taxi herfahren lassen können. Ich meine, warum braucht er uns dafür? Es ist... Das muss man nicht verstehen. Das sind die Dinge in GTA, die man nicht verstehen muss. Ach, Roman, ja. Nico, my friend Brucey has a business proposition for us. He going to pay me to pump him full of steroids and tell him how great his abs are? No, he can take care of that all by himself. Brucey is a major motorhead. He's going to send you emails about all the cars he wants and you're going to get them for him. What are you going to do? Come on! I made the introduction. I'm the manager, man. Go check your emails, Nico. Let's hang out soon, okay? Ja, mach du, was du willst. Ja, Internetcafé. Jetzt schon wieder gehen? Wir waren da doch eben schon. Warum sollen wir da immer wieder rein? Ja, ja. Die Online-Sucht. Sie beginnt. Jetzt werden bald noch die Online-Games eingelegt und dann kann die Sucht beginnen. Ja. Ein Taxifahrer mit Kopfhörern. Natürlich. Okay. Checken wir unsere Mails nochmal. Ich wüsste jetzt eh nicht, was wir großartig noch machen sollen in dieser Folge. Für eine große Mission langt es so oder so nicht mehr. Also, warum nie nochmal ins Internetcafé? Obwohl wir da vor 5 Minuten schon mal waren, aber was soll's. Ist ja nicht so schlecht. So. Rein da. Hi, wir sind wieder da. Ja, ja. Ja, ja. Mail checken. Brucey Kibutz. Jo, Nico, was liegt an? Dieser gepimpte PMP 600 interessiert mich. Das Teil steht übrigens in der Nähe von einem Spielplatz bei den Firefly Projects. Besorg mir das Ding und bring's in die Garage an der East Hook Bay. Roman sagte, du wärst für diesen Scheiß geeignet. Er meinte, du wärst ein verdammter Alpha und könntest die Welt beherrschen. Und alles selber machen. Ich glaube an diesen Mist. Du bist der Größte. Tu's für Brucey. Okay. Ja. Das machen wir aber nicht jetzt. Eigentlich finde ich das... Ja, das ist eine Nebenmission. Ich hoffe, die müssen wir jetzt nicht machen. Ja. Okay. Dann haben wir ihm wenigstens schon mal Bescheid gesagt, dass wir das tun. Und dann können wir ja auch wieder raus. Raus, 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 raus. Wie? Achso, wir sollen den jetzt abholen? Na, okay, egal, dann machen wir das jetzt. Ja, ja. Okay, dann machen wir das eben nochmal schnell. Ja, ein Taxi wäre gar nicht so schlecht jetzt. Wie immer, ich bin einfach auf ein Taxi angewiesen. Es ist einfach wichtig, das sowas zu haben. So, aber wo ist denn jetzt hier eins? Immer diese Sucherei nach Taxis, jedes Mal aufs Neue. Es ist echt nervig. Nein, nicht einsteigen, nicht einsteigen. Pfeifen. So. Das hätte ich jetzt... Eigentlich wollte ich gar nicht diese Nebenmission starten, aber jetzt habe ich sie gestartet und jetzt will ich sie ja nicht beenden oder so. Dann machen wir das einfach schnell. Ist ja nur ein Auto abholen für Brucey. Machen wir eben diesmal auch eine Nebenmission. Was soll's? Wie? Wie, die wollen mich hier ausrauben? Sag mal, ich glaube, es hackt. Trottel. Trottel. Das hättet ihr auch eleganter lösen können. Also ihr seid schon so ein bisschen dumm, oder? Also... Ich verstehe diese Leute nicht. Ganz ehrlich. Aber uns soll das recht sein. Wir sind jetzt hier ganz locker entkommen und jetzt können wir hier wieder das Auto in die Garage fahren. Ja, komm. Wir werden weniger Geld bekommen, aber das Geld ist nicht alles im Leben. Das weiß man ja. Na okay, eigentlich ist hier in Liberty City Geld alles. Denn hier mit Geld kann man sich ja alles kaufen. Alles. Wirklich alles. So, wie weit haben wir es denn jetzt? Das Problem ist, jetzt müssen wir uns wirklich selber fahren. Jetzt haben wir keine Wahl. Jetzt müssen wir einfach selber längs fahren, weil jetzt das bringt uns ein Taxi ja auch nichts. Aber wir sollen die, glaube ich, nur bei Brucey in die Garage stellen. Ich glaube, der ist hier unten. Genau, hier unten wohnt er irgendwo und da packen wir die rein. Na, ja, das kostet wieder $50 circa.
Ich sollte wirklich mal mehr aufpassen. Ich meine, wir haben es jetzt wirklich nicht so dicke an Geld und sollten wirklich an allen Ecken und Kanten sparen und versuchen immer das Maximum rauszuholen, aber ich bin einfach zu unfähig beim Fahren, deswegen. Ich glaube, das wird nichts. So, ab rein da. So, mal gucken, wie viel wir noch bekommen. Oh, 1027, geht doch. So viel haben wir noch nie bekommen. I trucked that PMP 600 down to the lockup, man. Winner! Hello! All right then, man. Tell me if there's something else you want. Yo. Okay. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann würde es mich wirklich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und bis dann, sag ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal.